Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Vinted Story, wieder bei einem kleinen Tutorial heute zum Thema Kochen. Zuerst einmal die Frage, warum sollte man kochen wollen? Nun, jedes Lebensmittel gibt 50% mehr Sättigung, wenn es gegart ist, als wenn es ungekocht ist. Zum Beispiel, eine Karotte gibt ungekocht 100 Sättigungspunkte, gekocht 150. Wie wir hier sehen können, hat unser Spieler 1500 Sättigungspunkte insgesamt. Also dieser grüne Balken hier unten. Das heißt, wenn diese 1500 Punkte voll sind, sind wir komplett satt. So mal als Vergleich. Zum anderen, wenn wir uns ausgeglichen ernähren, bekommt unser Spieler mehr HP. Das heißt, wir starten mit 15 Lebenspunkten in Vintage Story und können bis zu 25 Health Points bekommen, wenn wir uns ausgeglichen ernähren. Doch was heißt nun ausgeglichen? Es gibt fünf, nein, vier Nahrungskategorien. Obst, Gemüse, Getreide und Eiweiß. Jedes Lebensmittel ist einer dieser Kategorien zugeordnet. Also unter Eiweiß finden wir zum Beispiel Fleisch, Eier, Fisch, Sojabohnen. Bei Obst finden wir die ganzen Beeren. Getreide ist relativ selbsterklärend: Roggen, Dinkel, Flachs, Reis, und Gemüse ist mehr oder weniger alles andere. Also Karotten, Pastinaken, Kürbisse, Pilze, all das fällt in den Bereich Gemüse. Wenn wir jetzt, also man nennt das dann fortschrittliches Kochen, in einem Kochtopf verschiedene Lebensmittel kombinieren, können wir durch das Essen dieser Mahlzeiten diese Balken hier möglichst gleichmäßig auffüllen und dafür insgesamt dann mehr Lebenspunkte erhalten. So viel zur Theorie. Doch mal hands-on. Was brauchen wir nun, wenn wir kochen wollen? Für das allereinfachste Kochen brauchen wir nur ein Lagerfeuer. Wie man ein Lagerfeuer baut, das habe ich euch in einem früheren Tutorial gezeigt. Ich werde es euch, falls ich dran denke, in der Infobox verlinken, damit ihr nochmal nachgucken könnt, wie das funktioniert. Des Weiteren brauchen wir zum Beispiel einen Eimer, wenn wir Brot backen wollen, damit wir Wasser zu unserem, ja, Mehl hinzufügen können. Und natürlich, wer hätte es gedacht, einen Kochtopf. So viel erstmal zu den, ja, Werkzeugen, die wir benötigen. Doch was kann man nun kochen? Also das allereinfachste Kochen, das ihr am Anfang machen könnt, ist zum Beispiel, ihr werdet ja am Anfang eh durch die Gegend laufen und diese Cattails, wie heißen die, Rohrkolben, Schilf, okay, Schilf abbauen für, naja, so kleine Täschchen herzustellen, um euer Inventar zu vergrößern. Wenn ihr jetzt mit einem Messer hingeht und hier den unteren Teil abbaut, bekommt ihr so Rohrkolbenwurzeln. Und wenn ihr die gart, erhöht das schon mal ihren Nährwert um 50%, wie wir bereits gelernt haben. Laufen wir mal zurück und fangen an, das zu kochen. Schwupp. Das Wetter ist heute wieder nicht so toll. Etwas, ja, das hier ist etwas, was ich mir momentan im Sommer in Deutschland auch wünschen würde. Regen! Hier, Vintage Story gibt es mehr als genug davon. Okay, kommen wir wieder zum Kochen zurück. Wir haben hier ein Lagerfeuer, das schon brennt. Und können hier unsere Rohrkolbenwurzeln hinzufügen. Wenn es nun heiß genug ist, fangen die an zu garen. Wir sehen, deren Siedetemperatur ist bei 150 Grad, also das Lagerfeuer reicht locker. Dieser Balken fängt nun an, sich zu füllen. Und wenn er das Ende erreicht hat, ist der Garprozess beendet und wir können das gekochte Gut an uns nehmen und essen. Warten wir mal einen Moment. Noch einen Moment. Jetzt haben wir es gleich. Da ist er. Wenn wir jetzt gucken, ich muss das mal kurz entsorgen. Diese ist im Prinzip roh und das ist gegart. Wenn gegessen, ergibt das 100 Sättigung. Das Problem, was wir hier haben, wir können leider keinen direkten Vergleich ziehen, weil die Rohrkornwurzel im Rohzustand leider gar nicht gegessen werden kann. Aber im gekochten Zustand ergibt das 100 Sättigung. Ist jetzt noch nicht so überwältigend, aber für den Anfang, wenn man sonst nichts hat, frisst der Teufel bekanntlicherweise Rohrkornwurzeln. Wenn ihr dann später anfangt zu jagen, werdet ihr vielleicht auch so etwas wie Buschfleisch finden. Buschfleisch bekommt ihr von Tieren, die ihr normalerweise nicht domestizieren würdet. Also zum Beispiel Waschbären
oder Füchse oder Wölfe. Wenn ihr hingegen Ziegen und Wildschweine tötet, erhaltet, oder auch Hasen, erhaltet ihr rotes Fleisch. Buschfleisch lässt sich im Gegensatz zu rotem Fleisch nicht in herkömmlichen oder in fortgeschrittenen Rezepten verwenden, deshalb werdet ihr es sehr wahrscheinlich einfach über das Lagerfeuer packen und hier garen wollen. Das ist schon mal gar nicht schlecht als Eiweißquelle für den Anfang. Und ja, ansonsten würde man es verderben lassen. Das will man ja auch nicht. Das sind so die zwei Sachen, die ich euch am Anfang empfehlen kann, einfach so übers Lagerfeuer zu packen und zu garen, weil ihr diese Produkte am Anfang habt und so nichts anderem Sinnvollen verarbeiten könnt. Das nächste Thema wäre, wenn wir von dem, ich sage jetzt mal, herkömmlichen Braten von Lebensmitteln weggehen. Also ich kann euch mal noch zeigen, was das hier an Sättigung gibt. Ist auch nicht die Welt, aber wie gesagt, für den Anfang. Das nächste Thema wäre Brotbacken. Brotbacken ist tatsächlich in Vintage Story gar nicht so einfach und für den Anfang auch gar nicht so leicht, weil ihr braucht dafür einen Eimer und eine Holz, also eine Handmühle aus Granit oder einem anderen Material. Das ist, da ihr dieses Ding hier nur herstellen könnt, wenn ihr eine Spitzhacke habt und das hier nur herstellen könnt, wenn ihr eine Säge habt, um Holzbretter zu bauen, ist das alles tatsächlich fortschrittlicher, meiner Meinung nach, als das, was man als herkömmliches, fortschrittliches Kochen mit einem Kochtopf bezeichnet. Ich werde es euch trotzdem zeigen, wie es mit dem Backen funktioniert, weil früher oder später kommt ihr an den Punkt und vielleicht möchtet ihr es einfach mal ausprobieren. Und ich persönlich finde es eigentlich auch ganz hübsch, weil, wie man hier sieht, dieses Brot im Regal macht eigentlich tatsächlich schon einen ganz netten Eindruck. Erweckt bei mir immer so das Feeling eines, ach, ich bin im Bäckerladen, frisches Brot, der Duft. Okay. Off topic. Ihr werdet sicher schon Getreide angebaut haben oder solltet im Laufe des Spiels Getreide anbauen. Wenn ihr das erntet, bekommt ihr zum Beispiel Roggen, Dinkel oder Flachs oder Reissamen. Diese könnt ihr, also nicht die Samen, sondern das Endprodukt, diese könnt ihr nehmen und hier in diese Mühle reinpacken, wie ich das schon getan habe. Packen wir noch ein bisschen was dazu. Und könnt dann mit der rechten Maustaste draufklicken und dann wird das Ganze zu Mehl verarbeitet. Also man sieht dann, wenn ich hier unten drüber fahre, auch hier gibt es einen Verarbeitungsbalken und wenn der voll ist, entsteht einmal aus dem Getreide das Mehl. Soweit, so gut. Diese Mühle könnt ihr natürlich später auch an einen Automatismus anschließen, also an eine Windmühle anschließen, die das dann automatisch für euch mahlt und dann habt ihr es etwas einfacher. Aber um nun aus diesem Mehl hier Brot zu backen, benötigt ihr Teig. Und um den Teig herzustellen, benötigt ihr Wasser. Also gehen wir mal kurz Wasser holen. Also leider geht nicht das Regenwasser, das wir hier von oben in ausreichender Menge tatsächlich hätten. Jetzt nehmen wir unseren Eimer, gehen an die Wasserquelle, klicken mit rechts drauf, haben das Wasser im Eimer. Gehen wir da rein, damit wir nicht nass werden. So. Und mit dem Mehl und dem Wasser im Inventar erhalten wir tatsächlich Teig. Und zwar genauso viel, wie wir hier Mehl als Ingredienz reingegeben haben. Viermal Roggenteig. Auch dieses können wir jetzt von der Theorie her einfach hier über unser Feuer packen. Entschuldigung. So. Über unser Feuer packen, wo es dann gebacken wird. Auch dafür brauchen wir keinen Kochtopf. Wobei der Kochtopf tatsächlich das kleinere Hindernis hier wäre, fairerweise. Gut. Also das ist im Prinzip schon, was ihr zum Brotbacken wissen könnt. Auch von der Idee her relativ einfach, aber die Einstiegshürden, sag ich mal, sind nicht so ganz ohne für den Anfang. Gut, aber kommen wir zum tatsächlich interessantesten Kochen. Warum sage ich das interessanteste Kochen? Weil ihr es mit dem fortschrittlichen Kochen in einem Kochtopf schaffen könnt, eure Lebensmittelkategorien hier gleichmäßig aufzufüllen. Was ihr hier kombiniert, hängt zum einen, wenn ihr jetzt für den aktuellen Verzehr kocht, würde ich einfach gucken, was fehlt euch und würde das entsprechend hier reinpacken. Oder wenn ihr auf Vorrat kocht, halt zusehen, dass ihr hier möglichst gleichmäßig die Balken befüllen könnt.
Wie macht ihr das nun? Es gibt 5 verschiedene Basisgerichte, die ihr an einer Feuerstelle mit einem Kochtopf herstellen könnt, die ihr variieren könnt mit verschiedenen Zutaten. Es gibt einen Fleischeintopf, einen Gemüseeintopf, einen Porridge, eine Suppe und Marmelade. Marmelade lasse ich jetzt mal außen vor, weil ich das tatsächlich selbst auch noch nie hergestellt habe. Braucht ihr aber auch nicht unbedingt. Von der Idee her, um Marmelade herzustellen, braucht ihr Früchte und Honig. Honig selbst ist wieder ein separates Tutorial, weil das an sich auch schon wieder ein komplexeres Thema ist. Aber gehen wir jetzt mal lieber auf das ein, was ihr am Anfang direkt hands-on auch herstellen könnt. Ich habe schon mal ein bisschen was gesammelt. Also wir haben Lebensmittel aus verschiedenen Kategorien. Und wir möchten mal mit dem Fleischeintopf beginnen. Das heißt, ich nehme mir Frischfleisch. So, wenn ich jetzt an diese Stelle gehe, mit der rechten Maustaste draufklicke, ich habe hier den Kochtopf einfach schon mal reingelegt. Wie ihr den Kochtopf herstellt, wie gesagt, das habe ich euch schon mal im separaten Tutorial gezeigt. Ich versuche es in der Infobox zu verlinken, könnt ihr nochmal nachschauen. Wir nehmen den Topf, legen ihn hier rein. Dadurch öffnet sich ein neues Menü, in dem wir 4 weitere Items hinzufügen können. So, in dieses Menü können wir jetzt 2 bis 4 Fleischstücke legen. Das würde dann jetzt, diese 2 Fleischstücke würden jetzt eine Mahlzeit herstellen aus 2 Fleischstücken. Wenn ich hier die Stackanzahl erhöhe, stellt es entsprechend 2 Mahlzeiten aus 2 Fleischstücken her. Und den Fleischeintopf kann man bis zu 4-mal Fleisch erhöhen. Ist aber relativ uninteressant, weil wie gesagt, wir wollen ja möglichst viele verschiedene Nährstoffe daraus gewinnen. In einen Fleischeintopf kann ich daher noch andere Sachen reinpacken. Zum Beispiel Früchte. Oder, Moment, kann ich das irgendwie höher ziehen? Noch Gemüse dazu packen. Das funktioniert immer dann, also ob ihr erfolgreich eine Mahlzeit herstellen würdet, seht ihr daran, dass hier oben tatsächlich ein Name steht. Also stellt 2 Portionen roter Fleischeintopf mit gekochten Cranberries und Kohl her. Wenn das jetzt irgendwie so wäre, erkennt ihr daran, okay, das funktioniert so nicht. Wenn ihr das jetzt erhitzen würdet, würde daraus kein Gericht entstehen. In dem Fall, weil die Anzahl nicht stimmt. Es würde aber auch nicht funktionieren, wenn ihr zum Beispiel Sachen kombiniert, die einfach nicht gehen. Also hier diese Rohrkolben kann ich in solche Gerichte nicht mit reinpacken. Das würde kein sinnvolles Gericht ergeben. Auch dann steht da nichts. Oder wenn ich jetzt hier dieses Buschfleisch reinpacke, geht nicht. Auch rotes Buschfleisch geht nicht. Also rohes Buschfleisch. Aber Pilze würden gehen. Nicht 6 Stück, weil das wäre wiederum zu viel. Das würde gehen. Von der Stackanzahl insgesamt können wir bis zu 6 Items pro Slot haben. Dass wir insgesamt 6 Portionen rotes Fleisch eintopfen. Also wenn ich jetzt hier wirklich alles bis auf 6 erhöhen würde, hätte ich entsprechend 6 Portionen von dieser Mahlzeit. So. Wenn ich das jetzt erhitze, machen wir es einfach mal. Wenn ich das erhitze. Eine Sekunde. So, sehen wir, wird es langsam heißer und heißer und irgendwann fängt der Kochtopfdeckel an zu wackeln und man hört das charakteristische Klackern, dann weiß man, jetzt wird gekocht. Und am Ende, auch wenn die Temperatur erreicht ist, füllt sich dieser Balken und am Schluss haben wir hier einen vollständig gefüllten Kochtopf, weil wir jetzt 6 Portionen haben, mit unserer leckeren Mahlzeit Fleischeintopf mit gekochten Cranberries und Bolete. Warum Bolete, weiß ich nicht. Für mich ist das ein Steinpilz. Vielleicht ist das der andere Name dafür. Okay, das ist ein Fleischeintopf. Anstatt eines Fleischeintopfs können wir aber auch andere Sachen garen. Also wir nehmen hier zum Beispiel mal das Brot raus, nehmen einen weiteren Kochtopf. Wir können auch einen reinen Gemüseeintopf herstellen. Ich lasse das mal kurz auf, bitte. Dann können wir hier unser Gemüse reinpacken. Und wenn der jetzt nicht so seltsam da oben wäre, dieser Text, würden wir sehen, das stellt Kohleintopf her. Hier, wenn wir jetzt Eiweiß dazu kombinieren wollen, können wir zum Beispiel Sojabohnen nehmen. Wir könnten auch Fleisch reinpacken, aber dann wäre es kein Gemüseeintopf mehr in dem Sinne.
Dann müssten wir es, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge eine Rolle spielt, habe ich ehrlich gesagt nie ausprobiert. Aber das würde entsprechend garantieren, dass wir auch noch Eiweiß haben. Und auch hier können wir bei einem Gemüseeintopf können wir 2 bis 4 Gemüse reinpacken plus Sojabohnen. Das ist ein Gemüseeintopf. Das dritte Gericht war Porridge. Porridge stellt man entsprechend aus Getreide her. Da können wir hier 2 bis 4 Getreide reinpacken plus 0 bis 2 Gemüse oder 0 bis 2 Früchte und gegebenenfalls Honig. Also hier sehen wir jetzt, ist das Gericht sogar schon fertig, weil wir weniger drin hatten. Und wenn wir das nun hier rausnehmen und zum Beispiel hier hinstellen, sehen wir tatsächlich auch unseren Kohl mit den Sojabohnen. Das finde ich echt richtig liebevoll gemacht, muss ich sagen. Wenn ihr das jetzt essen wollt, nehmt ihr ein Schüsselchen in die Hand. Auch das seht ihr in meinem Töpfern-Tutorial, wie man das herstellt. Klickt mit rechts darauf und habt das in dem Schüsselchen. Ist das nicht schön? Ich liebe das. Das Schüsselchen könnt ihr auch einfach hinstellen und euch angucken. Oder ihr nehmt es und esst es. So. Das war jetzt sogar mehr Nahrung, als ich gebrauchen kann, weil Kohl sehr sättigend ist. Zum Thema sehr sättigend. Ihr seht, wenn ihr über diesen Topf fahrt, seht ihr genau, wie viel Sättigungspunkte aus welcher Kategorie ihr bekommt. Also aus Gemüse bekommen wir 900 Sättigungspunkte und aus dem Protein, also aus den Sojabohnen, bekommen wir 240. Solange dieses Essen heiß ist, verdirbt es auch nicht. Erst wenn es kalt wird, tickt langsam ein Counter runter, der dafür sorgt, dass es irgendwann verdirbt. Damit das nicht passiert oder nicht so schnell passiert, könnt ihr das Essen in diese kleinen Tontöpfe hier einlagern. Auch hier wieder der Hinweis auf mein Töpfern-Tutorial. Dann klickt ihr hier drauf und habt das in diesem Töpfchen drin. Und könnt es irgendwo einlagern. Zum Beispiel in ein Regal. Oder in euren Keller. Sogar noch besser. In so ein Töpfchen passen bis zu 4 Portionen rein. Das heißt, hier dieser Topf, den wir gerade gekocht haben, der würde nicht komplett in eins von diesen Tontöpfchen reinpassen. Ich nehme eins. So. Klick. Nee. Klick. Jetzt sehen wir, 4 Stück passen da rein. Und 2 sind noch im Topf. Ich gehe da meistens so vor, dass ich 2 Töpfe mit der gleichen Mahlzeit koche, komplett voll, und dann 3 von diesen Töpfchen fülle. Kann jeder machen, wie er will, aber ich finde es ganz praktisch. Was auch noch geht, ist, um dieses hier länger haltbar zu machen. Das sieht man jetzt leider noch nicht genau, wie lange es haltbar ist, weil es noch heiß ist. Aber wenn es abgekühlt ist, sieht man halt, dass es, ich weiß nicht, 20 Tage hält zum Beispiel. Und wenn ihr es noch länger haltbar machen wollt, könnt ihr diesen Topf hier in eurem Inventar mit Fett, das ihr auch aus den Tieren herausnehmen könnt, kombinieren und dann wird es noch länger haltbar. Das ist die Luxusvariante. Aber zum Thema haltbar machen werde ich wahrscheinlich noch ein separates Tutorial machen, weil das doch auch wieder relativ komplex in Vintage Story ist. Also es spielt zum Beispiel eine Rolle, wo ihr diesen Topf hinstellt, wie lange das Ding da drin haltbar ist. Also ob es jetzt hier zum Beispiel in der Nähe einer Tür steht oder ob es in einem Keller ist oder ob ihr es im Inventar habt. Das ist wirklich alles, hat alles einen Einfluss, ist also sehr komplex. Was ich euch vielleicht noch zeigen möchte, ist, wie man eine Suppe kocht. Das wäre nämlich der letzte Punkt, den ich noch nicht erklärt habe. Porridge haben wir jetzt nur theoretisch behandelt, aber der funktioniert wirklich genauso wie die anderen Gerichte, nur dass wir Getreide reinlegen. Die Suppe ist vielleicht noch interessant, weil sie ein bisschen anders funktioniert. Insofern, als dass wir Wasser noch mit dazufügen müssen. Und wie füge ich Wasser ein? Indem ich einen Wassereimer nehme und mit der linken Maustaste hier reinklicke. Das fügt mir ein Item Wasser ein und wenn ich mit der rechten Maustaste draufklicke, nehme ich es wieder weg. So. Wenn wir da jetzt noch weitere Sachen hinzugeben, bitte die gleiche Anzahl, wie wir auch Wasser haben. Das wäre... Moment. Suppe. Ah, wir brauchen vielleicht Gemüse. Genau. Wenn wir jetzt hier Gemüse hinzufügen, sehen wir, da würde jetzt unsere Kohlkrautsuppe anfangen zu kochen. Also wir brauchen mindestens ein Gemüse für die Suppe. Können dann aber noch Fleisch hinzufügen, wenn wir das möchten. Und ich fürchte, jetzt geht uns langsam das Feuer aus. So. Und auch hier. Selbes Prinzip, wenn es fertig gegart ist, erscheint hier auf der rechten Seite unser Kochgut. Das gleiche funktioniert auch so
wie es jetzt mit Wasser funktioniert hat, funktioniert das auch mit Honig. Das heißt, wenn ich hier so ein Schüsselchen mit Honig habe, kann ich dieses hier in dieses Feld ausleeren, indem ich einfach mit der linken Maustaste draufklicke. So würde man Marmelade herstellen, von der Idee her. Das können wir noch einlagern. Schauen wir doch mal, wie wir das mit der Marmelade hinbekämen. Wenn ich jetzt hier Honig reinpacke und hier Honig reinpacke und dann noch irgendwelche leckeren Früchte finde, die ich geräumt habe, weil sie in meinem Inventar sind. Schüsselchen, geh bitte weg. Danke. Inventar auf, das auf. Dann könnte ich jetzt hier Marmelade herstellen. Selbes Prinzip, nur diesmal mit Honig. Aber Honig ist wie gesagt eher ja, Mid- bis Endgame-Content, würde ich sagen, weil es A schon schwierig genug ist, die Bienen zu finden und B dann auch gar nicht so einfach ist, den Honig herzustellen. Muss man auch nochmal wissen. Also vielleicht macht euch dazu Yuki ein kleines Tutorial, weil er ist da unser Honigexperte. Also von meiner Seite war es das erstmal soweit zum Thema Kochen. Wie gesagt, haltbar machen an sich ist nochmal ein eigenes Thema. Man kann auch Fleisch zum Beispiel in einem Fass mit Salz zusammen pökeln. Auch das ist ein Teil des oder ein Thema für dieses haltbar machen Tutorial, das in der Zukunft hoffentlich noch kommen wird. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen, war für euch irgendwie nützlich und hilfreich. Ansonsten, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.